Guten Morgen, liebe Leute. Da ist er. Im Laden. Ich mache jetzt kurz eine Endmontage. Marlies hat das nicht geschafft, die zu bemalen. Die zu gestalten. Die Kettenradgarnitur. Oh ja, jetzt kommt das Ding so ran. Das muss weg. Dann machen wir noch die hinten dran. Na, von hinten werden die auf alle Fälle noch. Verdüttelt. Mal gucken, den muss ich ja eh nochmal ausbauen hier wahrscheinlich das Hinterrad. Oder locker machen. Erstmal schraube ich das hier fest. Und dann werde ich die Schraube nochmal absägen hier. Zu viel ist. Bei dir ist okay. So. Gut, ich muss jetzt schnell machen, ich muss das fertig kriegen, das Ding. Bevor der erste Auftrag kommt von heute. Denn wie gesagt, das ist schon überfällig. Eigentlich nicht. Eigentlich habe ich Zeit ohne Ende mit dem Auftrag hier. Doch gucken, ne? Ach Mann, ey. Und da wollte ich schon da. Nee. Nee, aber der soll mal raus, ey. Der bettelt ja immer irgendwie um, der Alex soll sich mit mir beschäftigen. Und das geht halt nicht. Alex ist arbeiten, ich bin arbeiten und Wolle sitzt im Grunde genommen nur zu Hause rum. Und eigentlich will er aber was machen. Aber er hat nicht den Antrieb, irgendwie rauszugehen und irgendwie irgendwo hinzugehen, wo Leute sind. Der, wie gesagt, der kann sich doch bestimmt mit so einem Rentner treffen oder was weiß ich, irgendwo so ein Scheiß. Ich habe auch mit den ganzen Freunden, die einen Kaffee trinken. Ja. Ja, ja, irgendwie raus, einfach sich bewegen. Das will er, das findet er auch gut dann am Ende. Aber dieser, man müsste den so raustreten. Man müsste den so sagen, Wolle, komm jetzt hier mal einen Kaffee trinken. So, das muss, der kommt nicht von selber drauf. Also, der kommt schon drauf, aber er traut sich nicht zu fragen. Er ist immer so schüchtern und. Ist doch keine Masche, weil am Ende kommt er nicht bei raus. Bleibt er ja zu Hause. Ist ja keine Masche. Eine Masche wäre es, wenn dann immer funktionieren würde. Dann wäre es eine Masche. So ist es einfach nur doof für ihn. Ja, weil er kann das nicht. Da kommt nicht bei rum für ihn. So. Ja, ist ärgerlich. Weil er sich jeden Tag auch ausheult bei mir, dass sich keiner mit ihm beschäftigt. Im Grunde genommen. Kriegt ihr ja da ja nicht so mit, aber ich nehme ja nicht alle drin, was Wolle sagt. Das wär, dann wäre der ungefähr der Vlog 2 Stunden lang. Also nicht mehr Tommys Vlog, sondern Wolles Vlog. Wolles Vlog. Und einige wollen ja Wolles Vlog, können sie ja auch haben, aber dann müssen wir einen anderen Kanal machen mit Meister Wolle. Dann
soll aber schon mal 3 Episoden und dann. Wie 3 Episoden? Ja, ich hab keinen Bock mehr. Ja, das Problem ist, dass sich das alles wiederholt bei ihm. Deswegen ist das dann irgendwann doch öde. Und da versuche ich ja schon, das Interessanteste irgendwie rauszuschreien oder so. Oder das Vlog zum Tag. Mal gucken, vielleicht machen wir so eine kleine Serie. Ich habe ja schon sowas Wolle erzählt. Habe ich ja schon auf meinem Kanal. Aber da hat er erst einmal was gesagt. Von früher so. Nützt ja auch interessant, wenn er dann mal sowas erzählt oder so. Aber er muss jetzt auch was erleben. Der ist ja nicht tot oder was. Der ist ja auch noch nie alt oder so. Tut ja immer schon, als wäre er 1000 Jahre alt, aber. Ach, ich hatte gestern eine Patientin. Vorgestern eine Patientin. Die hat geredet und geredet und geredet und dann irgendwann sagt, ja, ich bin ja auch schon 81. Die sah auch wirklich super aus für 81. Ja. Wirklich, also ja. Richtig fit und vielleicht ja, auch 2-mal die Woche zum Sport und Schwimmen und siehst alles. Ja, genau. Wenn man sich fit hält, mobil hält, ja, der rennt auch schon, geistig, ne? Der rennt mit Krücken rum und so und schläft dann vom Fernseher ein. Und so ist doch Quatsch, muss er doch ja nicht. Der ist doch eigentlich fit wie ein Turnschuh. Der Arzt sagt bei ihm, alles in Ordnung, alles super. Dann soll er doch was machen aus seinem Leben. Ja, ich bin in Mexiko, also, können Sie mitkommen? Ja, wollen Sie mitkommen? Ja, klar, ja. Wollen Sie mitkommen? Hallo, ich will. Mal ich will mitkommen. Können wir uns noch nicht erlauben. Total cool, ey. Da keine Zeit. Manche Leute sind so fett in ihrem Alter. Ja, da guck dir doch Werner an. Das war ja genau so. Ich meine, auch wenn er geistig dann so ein bisschen. Aber der ist jetzt so wie alt? Mein Vater? Werner. Dein Dings. Mein Werner. Ja, der ist nochmal 10 Jahre alt. Der ist auch über 8. Ja, warte mal, der war 16 Jahre, 1945 war der schon 16. 45 war der 16. Wie alt ist er? Ist er 1930, 29 geboren. Ja, warte mal, 28 sind ja. Wieso was? 28 oder 29? Ich glaube schon. Sagen wir mal 1930, 70, 80. 86? 88? 90? 90? Ja, dann. Ja. 90 oder 88? 89 oder 90. Und der hat einen Händedruck wie ein Schlosser, halt ein Nutzerschlosser. Ich weiß noch nicht, ob es jetzt mal ist. Dann brauchst du jetzt mal Geld. Hi, morgen. Ja, okay. Musst du jetzt lernen? Läuft ihr schon alleine rum? Ja. Ach so. Klaut sich gerade ein Kinderrennrad. So, zack. Von der Decke war was. Ich habe gefragt, ob er Fußball spielen will. Spider-Man? Nee, nein. Da kommt er. Hey! Wollen wir Fahrrad fahren? Ja, Fahrrad fahren. Also, einfach durch die Stadt fahren. Passend wie immer. 1 Euro, bitte? Einen habe ich auf jeden Fall. Guck. Ja. Hallo? Ja, bitte? Hallo? Wer stört beim Frühstück? Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ich habe ein kleines Problem mit meinem Fahrrad, aber das ist für jeder, ja? Für was? Das ist für jeder. Wie jeder, genau. Die meisten haben ja, ja. Kleine meine liegt hinten. Es funktioniert nicht, ja? Licht? Na, brauchst du doch jetzt ja auch nicht. Das ist. Gute Laune. Noch, ja. Hier, der Reifen ist da und da ist das Fahrrad. Ja, hier ist Reparaturwerkstatt, Matteo. Hier ist nie richtig was ganz. Platz mit Fußball. Ja, dann tschüss, wa? Tschüss, bis bald. Und vielen Dank. Oh, ja. Bonus ja, eben. Hier. Wir dürfen die Schuhe gar nicht mehr anziehen, jetzt mache ich hier. Loch. Ja, Loch. Teddy hat ein Loch. Gestern habe ich das Skadi auch eine Socke angezogen. Die hatte auch ein Loch, da ist die Naht aufgegangen von oben, von der Socke. Und dann war sie so geweint, nein, ist kaputt. Es war so klein, aber es ging nicht. Kommen wir alle. Ich muss dir ein Auto zeigen. Was ein paar Plätze hat. Mhm. Also vielleicht kaufen, aber dann auch zum Arbeiten nehmen. Ah, ja, hallo? Hallo. Ja, bitte? Eine Frage. Ja? Nein. Hallo, guten Morgen. Was stört ihr euch? Aber ich halt offen. Ja. Ich kann ja deswegen nicht zumachen. Sag mal. Ich wollte fragen, ob ihr mir eventuell akut helfen könnt, weil meine Kette wahrscheinlich ausgeleiert ist und ich immer so durchtrete.
Ob es da was gibt, was man schnell machen kann, damit ich gleich mal gerade zur Demo fahren kann. Wenn du durchtrittst, was hast du gerade? Ein Rollerrad? Nee, einen guten Nabengang schaffen wir mal als Stabrad. Was für eine Demo eigentlich? Die Unfallbar-Demo. Geht dir nicht hin oder was? Müsst ihr arbeiten oder was? Ja, klar. Ich muss Demo-Räder reparieren hier. Genau, das ist auch ein Beitrag. Ja, ich habe die Hände so gut. Ja, na, das war doch. Malis! Von hier und nicht in Hollywood. Ich gehe jetzt. Nö. Sind wir wieder beim gleichen Thema? Genau, das gleiche Null. Geht ja nicht, ich hab ja noch keinen Dörrschaum und so. Du hast keinen Dörrschaum. Dörrig. Verdörrt. Dörrtes Schaum. Ja, ich hab 10 Euro gegeben. Dafür. Aber allerdings kostet das auch. Sowieso 10 Euro, ne? Was du da gemacht hast? Also kostet 8 Euro. Okay, hat sie wirklich königlich bezahlt. Ja, aber du hast ja gesagt, du Spende. Du genau. Sehr königlich. Dafür ist königlich. Kaiserlich, nahezu. Ah, gerade so hochherrschaftlich. Nee, das ist ja weniger. Kaiserlich. Göttlich. Göttlich. Nächste Instanz von göttlich. Universell. Universellich. Nee, das ist nicht. Göttlich. Nee. Nach göttlich gibt es nichts mehr. Warum nimmt man. Nee. Menschlich, vielleicht. Menschlich ist? Das ist doch der höchste aller Klassen, oder? Die Menschlichkeit? Na Gott, nein. Gott ist nur eine imaginäre Geschichte. Oder? Menschlich. Ja, Next Level ja, Menschlich. Aber göttlich Philosophie. Ist ja übernatürlich. Achtung, Philosophie. Jetzt? Übernatürlich, ja. Aber nicht beweisbar. Die Menschlichkeit, die ist Tatsache. Jetzt du wieder. Zwei Stühle, eine Meinung. Bleiben Sie dran, ich pfeife auf Sie. Malis, ihr fällt das alles nicht. Die findet das alles scheiße, was sie jetzt gerade gemacht hat. Oben mit der Tretkurbel. Durch eure Kommentare hat sie sich jetzt doch angespornt gefühlt, das mal einfach mal zu machen. Einfach hinsetzen und losmachen. So wie ich das am besten finde. Ja, liebe Leute, ich schraube jetzt erstmal das Teil zusammen. Den Cruiser. Malis liefert das Kettenblatt noch nach, aber so wie sie es gestaltet hat, oder jetzt anfängt zu gestalten, ist das, sie probiert sich aus. Also wie gesagt, wir werden in Zukunft das mal machen mit einem kompletten Rad, was von uns ist. Ja, das war das komplett gestalten. Kommt da einer? Nö. Ich lasse mich immer zu schnell ablenken von irgendwas. Dann bin ich irgendwie woanders beschäftigt und zack und wieder weg. Das ist doch scheiße. Konzentriert arbeiten, Kinders. Konzentriert. Durchziehen, ein Ding. Oh. Ja, wie gesagt, habe ich das jetzt schon gesagt. Also das, was Malis da oben macht, das machen wir dann mal in so einem eigenen Projekt. Ja, ich wurde unterbrochen. Und ein Rad, was wir komplett vom Rahmen ab für uns aufbauen. Wird dann ein schwarzer Rahmen, dann machen wir eine eigene Linierung drauf wieder. So richtig klassisch. Richtig klasse, schön. So stelle ich mir das vor und vielleicht mit so ein bisschen Dekor. Jo, Mensch, Hammer, Kette ist drauf. Jetzt muss ich die nur noch spannen und natürlich einen Bremsankerschelle ranmachen. Das ist ganz wichtig. So, dann war gleich durch mit dem Cruiser. Mann, jetzt ist ja fast schon aufregende Phase hier. Nee, sag nicht.
cool. Hi. Moin. Moin. Herr Höhle? Du erinnerst dich, mir hat jemand einen Reifen abgestochen. Ja. Hast du ja auf meinem Bild festgestellt. Ja, war das so? Ja, ich denke schon, ja. Okay, hier versehen wir Versuch Nummer 1, das ist nicht so gut geworden. Da muss man sich auch erstmal einfuchsen. Es ist schön, es ist widerstandsfähig, es funktioniert. Man kann da drauf gut malen, aber das kannst du natürlich da nicht anbauen. Das ist eher so für so ein Flower Power Rad. Und das war jetzt auch nur eine Übung erstmal von ihr. Ich nicht. Mal gucken. Ja, also. Mensch, Schlauchwechsel Hinterrad. Peugeot. Peugeot-Hinterrad-Schlauchwechsel, also ich lasse mal einfach laufen. Das ist die Reparatur für heute. Wahrscheinlich kommt auch nicht viel mehr. Da müssen wir tapfer sein, da müssen wir alle durch. Also ich öffne. Schnellspanner. Zack, zack. Natürlich. Ich bin gespannt, ob das draußen passt. Schlauch haben wir runter, jetzt kontrolliere ich den Reifen. Den nehme ich auch runter.
ihr den Müll hier lassen? Ja. Mit ein bisschen hier drin. Immer. Also, das Papier kann ich auch ordentlich schmeißen. Papier vorne an der Tür, klingt da hinten eine Tüte, da kam Papier. Stopp! Ja. Gut, dann danke ich dir. Schönes Wochenende. Läuft, ja? Das ist doch wunderbar. Alles klar, ciao. So, und ich baue wieder ein. Das war es schon. Schlauchwechsel Hinterrad. Peugeot. Es wird aufgepumpt. Fertig ist es. Möchte ich mal behaupten. So, gut. Sehr geil. Jo, das war's. Also, drei Reparatur für heute. Schlauchwechsel, Hinterrad, Rennrad. Tut mir leid, Leute. Ist nicht so aufregend, aber so ist es halt. Habe ich ja nicht viel Zeit für den platten Reifen. Ich kann den gleich wieder abholen. Er ist a little bit in rush, hat er gesagt. Der ist gerissen. Mann, gerissen kann ich natürlich nicht einbauen. Geht nicht. Ich muss einen neuen nehmen. Jetzt muss ich einen neuen nehmen. Das ist der neue Rotcruiser. Hallo. Ja? Hi. Hey, I have a question for you. Ja? Do you happen to have... Oh, you changed it as well. Yeah, I Perfect. Have to change okay. it. So okay. the other thing is totally broken. That's what I suspected. Here. Shoot. And that's a problem. That's the problem. It comes out with it. Yep. But I don't see it. So. Thank you so much. Yep. No, then. Dynamo funktioniert nicht. Ist egal. Da darf man nicht gucken, nicht links, nicht rechts hier. Das luft alles nicht. Das rollt wieder. Das ist in Ordnung, das ist wichtig. Das war's mit dem Rad. Gibt es ein bisschen Kuchen für die. Gibt es nur Deutsch. Ach, das ist gut. Weil da muss man nur auf den Starten drücken und ist schon fertig. Das ist fantastisch. Das musst du normal schreiben. Das ist so ein Bild. Das ist so ein Bild. Nee, keine Pause. Aber sie guckt sich gerade nur ins Bild an. Warum ist der traurig? Die Sonne. Weil sie soll immer an dem Platz bleiben. Um zu wachsen und für den Knochenaufbau. Obst und Gemüse. Wie, was braucht er? Obst und Gemüse. Nein. Weiß ich nicht. Eiweiß. Eiweiß, Kalzium und Vitamine.
gern lieber jetzt ein Eis. Ich will ein Eis. So, Cruiser wird über ihm. Bin ja mal gespannt. Ich hoffe, dass die fällt. Na ja, schauen wir mal. Tada! Tada! Reifen sind schon dreckig durch den Keller zu holen. Das gehört dazu. Hat so Spaß, oder? Aber es ist ein bisschen Plastik, oder? So ein lachendes und weites Auge. Aber es ist cool. Und hast du zu beiden Seiten nach Strom gelegt? Muss man den anschalten oder läuft der immer? Ach, das läuft sozusagen da rein und steuert auch hinten mit. Cool. Auf jeden Fall, nee, das passt super zu sein. Ich bin echt happy. Ich bin echt. Muss es auch noch mal filmen, sei, damit ich was habe für meine Memoiren. Ja. Memoiren. Und billiger ist es auch noch geworden. Ja. Habe ich zu viel Geld abgehoben oder was? Ja, nun nicht wesentlich, aber schon. Da ist noch einen guten Hintergrund, so ein Fuser-Hintergrund. Das ist schon mit den Holzbalken, das finde ich schlecht. Ist schon ne? Sehr rustikal. Jetzt schon ganz jetzt schon, kann man schon mal. Wollen wir noch diese Orchester daneben stellen? Auch noch. Ach, mit einer Flasche Bier drauf oder was? Oder als Aufsteighilfe. Hier so. Ich glaube, die Höhe ist mir ein bisschen zu. Ich fahre eher. Ja, das gucken wir gleich nochmal. Deswegen machen wir das ja auch gerade. Aber das wird heute noch viel peinlicher. Moin! Na, da passt du drin, wa? Das ist ja unglaublich. Ja, super! Ja, sieht doch schick aus. Hammer, du musst es gleich mal. Und dann machen wir demnächst ein Fest, weil ein Fahrradfest. Der Schutzlicht hat es ja auch gelassen, ansonsten wäre schon so, dann lass uns mal schnell essen, weil ich hab gar nicht so viel Zeit. Was machst du? Kamera. Man sieht ja eh nicht mehr. Oh, fand er gut. Der Draht. Also eine Viertelstunde habe ich Zeit zum Essen. Eine halbe. Eine Viertelstunde, da muss ich den Radkanal machen. Wer weiß, wo ist rot die Todesfarbe? Nee, schwarz. Weil Leon sagt die ganze Zeit, rot ist die Todesfarbe. Wieso? Keine Ahnung. Das ist so ein Pfefferkörner, oder? Ja. Ah, das ist immer blöd, finde ich. Ja, die mag ich nicht so direkt drauf beißen. Gleich in den Ferien. Boah, mein Bauch. Ja, stimmt, so viel Leckerbrötchen. Ja. Kannst du hier oben aufbauen? Was? Das nicht? Ja, kann ich machen. Aber muss ich mich beeilen. Mach ich das jetzt, weil ich bin noch fertig? Willst du davon noch was? Dann mache ich es nämlich zu einfach erstmal. Mhm. Aber ich setze mich ja gleich wieder hierher. Ich hole jetzt mit. Achso, Salat. Ja. Ja. Darf ich den essen? Ja, kannst du haben. Ja. Selbstverständlich. Ja, moin, moin. Was für Dinner? Ja, Dinner. Es ist noch nicht. I need more time. So, ah, ja? Now I start. Ah, okay. I finished my dinner and now I said you could even just lock it and can you open the lock then I can do it. Yeah, it's a code. Yeah. Open it and then
gehört, da passiert was Lustiges. Ja. Und halt am Anfang so Mitte, wie man den nicht kennt, so gruselig. Für kleine Kinder meine ich. Naja, ich mag ja keine Gruselfilme. Ja, aber der ist auch gar nicht so gruselig. Nein, Skadi hat keine Angst mal. Mann, dass die nicht mal passt, ey. Sieht richtig gut aus, du, ja. Er sieht richtig gut aus. Wenn ich noch einen Pferdeschwanz hätte, dann sehe ich aus wie ein Cowboy. Cowgirl. Schön. Mach mal, setz auf. Auch gut. Nimm den Hut mit rein, okay? Gehst du jetzt etwa? Der Rest sieht doof aus. Das sieht richtig hilfreich. Wirklich? Muss ein Spiegel. Ich muss den Rest noch reinbringen. Ja. 1000 plus 1000 macht? 2000. Richtig, dass die Zahlen untereinander stehen. Dafür ist es wichtig, ne? So, löst mal alleine. Bin mal gespannt. Du also fängst du mal an. Erst rechne ich die 0, aber die soll ja nicht mitgerechnet werden, weil es 0 ist. 0 ist 0. Die rechnet ja man schon, ja, aber 0. Aber die rechnet man ja nicht mit. Die, genau, die sind kein Wert. Ja. Also und dann ist das Ergebnis nur 5, dann kommt hier einfach nur eine 5 hin. Richtig. Nächste. 5 plus 5 sind 10, dann sind 17. Hier kommt eine 1. Nein, halt. Erst schreiben wir die 7. Stimmt, ja. Und in das nächste Kästchen. Ja, hier kommt eine 1. Genau. Da kommt eine 1 hin. Die merken 1. Die kann man sich auch merken, aber wenn man sie sich nicht merken kann, dann schreibt man sie halt hin. Okay? Mhm. Am Anfang kann man sie ruhig hinschreiben, irgendwann musst du sie dir einfach nur im Kopf halten. Hier rechnet man nichts, weil es ja nur 7 darf. Nein, es sind ja eine 1, hast du ja hingeschrieben. Siehst du, die darfst du nämlich nicht vergessen. Die 1 zählt als volle Zahl. Ach so, ich habe das hier jetzt schon gerechnet. Nein, eben nicht verrutschen. Deswegen, du darfst nicht verrutschen, genau. Genau, mach das so. Also. Jetzt rechne ich 1 plus 7 ist leicht 8 plus 3, die 0 darf man nicht mitrechnen, 8 plus 3, 11. Richtig, also. Dann kommt da eine 1 hin und da eine 1. Erstmal da unten die 1. Und da eine 1. Und da eine 1, genau. Dann rechne ich jetzt gar nichts da, weil da ist nur eine 7. Also na, Moment. Nur eine 7. Vergiss nicht die 1, die du hingeschrieben hast. Du vergisst immer, du musst immer da unten gucken, das ist wichtig. Wenn du sie dir hinschreibst schon, das ist wichtig. Also. 8. 8, genau. Und da muss man sich jetzt nichts merken und nichts hinschreiben. Ne, weil es ist ja nur 8. Das hier macht gleich 16, also kommt da eine 6. Richtig. Mutig beim Schreiben. Nicht so klein. Nicht so. Ja, das ist nicht so klein. Und da kommt eine 1 hin. Richtig. Hm? Ja, ist richtig. 1 plus 6 ist 7. Dann nochmal. Dann plus 5 ist 12. Hier kommt eine 2. Da kommt eine 1. Nein, noch. 1 plus 2 ist 3, dann noch plus 4. Hm, 3 plus 4. Jawohl. Und was haben wir da für eine Zahl? 7.268.175. Wie auch immer,
Du hast es richtig gemacht. Hier ein Ergebnis, also kannst du mir noch mehr Zahlen aufschreiben. Schön konzentrieren. Bin gespannt. Oh! Ah! Kurz hier was einsortieren. Finde ich gut. Das ist hier so richtig Lounge-Atmosphäre. Da kommt eine ganz kleine Böderin und dann kann man hier so pennen. Zur Not. Also macht es gut, liebe Leute. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Euer Tommy. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich hoffe, euch hat der Cruiser auch gefallen. Der Aufbau, gut, man hätte hier und da ein bisschen was anders machen können. Klar, ich auch. Ich freue mich nicht so über die Lampenlösung. Ist so, ist okay, aber ist nicht top. Und die Kettenradgarnitur ist ja auch Schlunz eigentlich, ja. Aber ich meine, war jetzt nichts anderes möglich, weil der Trittlager war okay, sollte jetzt drin bleiben so. Und mit der Tretlager länger und in dem Aufbau gibt es keine, die teuren Garnituren sind alle anders aufgebaut, die liegen weiter außen, dann stimmt die Kettenlinie nicht, man kann den Kettenschutz nicht verwenden. Und das wäre schade, der muss dranbleiben. Also so, jetzt haben wir es so gelöst. Ich fand den Aufbau okay insgesamt und das Fahrrad sieht eigentlich echt wieder geil aus, sieht gut aus. Ja, bitte? Wir gehen in einer Dreiviertelstunde nach Hause. In einer Dreiviertelstunde? Wie lange dauert? 45 Minuten. Ich muss auf das Klo. Ich muss auch aufs Klo. Also bis dann. Macht's gut. Ciao.